Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sag dir, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Ja. Möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, ich habe im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel namens Thomas. Einigen Artikeln stand er sein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel runter. Es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen... Jetzt komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel sind via Beaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Jedenfalls kannte sie Jagger und sie, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit dir reden, Kumpel. Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, ja. Was ist... Oh. Barry! Was? Was?
ist hinter ihnen her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Ah. Zurück an die Arbeit. Was? Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine immer Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee? Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen, und hinterließ Spuren. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind. Nein. Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Way! Kommen Sie, machen Sie es auf uns so schwer! Aus, Sheriff! Durchsucht das Gebiet! Verdammt nochmal, wo ist er hin? Er ist der Fisch, da haltet die Augen auf!
ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. James, Mulligan, Thornton, bitte kommen hinter. Thornton hier. James, wir haben Wheeler und Rose in Haft genommen. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Hey, Mulligan, pass mal verknackt. Komm schon! Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. James, Mulligan hier. Ende. Sprechen Sie, Mulligan. Ende. Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche...